Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Hallo und guten Abend. Das Saarland hat den Wechsel gewählt, und zwar mit Ausrufezeichen. Da geht es mal nicht um Prozentpunkte hinter dem Komma. Es gibt die ganz großen Balken mit Gewinnen und mit Verlusten. Die SPD, bislang der kleinere Partner in einer großen Koalition, hat jetzt die CDU weit hinter sich gelassen und kann künftig sogar allein regieren mit absoluter Mehrheit. Die bisherige Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger wird neue Ministerpräsidentin in Saarbrücken. Bevor wir mit ihr reden und da mal genauer drauf gucken, hat Matthias Vornoff jetzt ein Ergebnis. Und da sollte ich vielleicht auch ein bisschen rübergehen, ein bisschen näher hier hinkommen. Matthias, wie sieht's denn aus? Ja, pünktlich zum Heute-Journal gibt es das vorläufige amtliche Endergebnis mit vielen Verschiebungen im Kräfteverhältnis der Parteien. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Die CDU kommt auf 28,5% mit starken Verlusten. Die SPD wird stärkste Partei, 43,5% mit noch stärkeren Zugewinnen. Die Linke stürzt ab auf 2,6%, ist nicht mehr im Landtag vertreten, mit sehr großen Verlusten. Die AfD bei 5,7%, leichte Verluste, aber weiter im Landtag. Und jetzt kommen wir zu den Grünen. Da haben wir mal die zweite Zahl hinterm Komma noch mitgenannt, 4,99%. Die Wirklichkeit ist noch dramatischer. Es sind 4,995% der Stimmen. Viel knapper kann man an der 5%-Hürde nicht scheitern. Und nach Auskunft des Landeswahlleiters ging es dabei um 23 Stimmen. Um das aber auch noch dazu zu sagen, selbst wenn sie diese 23 Stimmen oder mehr geholt hätten, die SPD hätte trotzdem die absolute Mehrheit. Die FDP, habe ich mal gesagt, 4,8% ist etwas deutlicher nicht drin. Und die anderen kommen auf einen hohen Wert von 10%. Das sind 12 kleine und Kleinstparteien. Die stärkste ist die Tierschutzpartei mit 2,3%. Und jetzt gucken wir mal auf die Sitzverteilung. Die Anzahl der Sitze 51 im Saarbrücker Landtag. Die stärkste Fraktion wird die SPD mit 29 Sitzen. Die CDU kommt auf 19 Sitze und die AfD auf 3. Grüne und FDP, wie gerade gesehen, sind nicht drin. Und das heißt, dass die absolute Mehrheit bei der SPD liegt. Wir schauen noch kurz auf die Wahlbeteiligung. Die ist etwas gesunken, nicht nur etwas, sie ist deutlich gesunken, von 69,7% vor 5 Jahren auf jetzt 61,4%. Matthias, also ein Landtag, ein künftiger in Saarbrücken mit ganzen 3 Parteien noch drin. Gucken wir ein bisschen hinter dieses Wahlergebnis. Mit dem Amtsbonus für einen Ministerpräsidenten sah es ja mau aus im Saarland. Von wo kamen Sie denn her, die Wähler der SPD? Ja, in der Tat, den Amtsbonus gab es de facto nicht. Die Herausforderung, Anke Rehlinger war ja schon 10 Jahre im Geschäft als Vizeregierungschefin. Sie hatte vielleicht eher diesen Amtsbonus. Und jetzt schauen wir mal, woher kamen die Wähler der SPD. Wer heute SPD gewählt hat, der hat vor 5 Jahren auch schon SPD gewählt. Das sind ungefähr, das sind Schätzwerte, 105.000. Hat CDU vor 5 Jahren gewählt, das sind 45.000. Linke 25.000. Andere 15.000 und Nichtwähler 20.000. Wir sehen also sehr deutlich, die SPD gewinnt am stärksten vor den anderen Parteien bei der CDU. Und da ganz besonders bei den über 60-Jährigen. Da sehen wir eine Wählerstruktur bei der SPD, die wir normalerweise so eher bei der CDU sehen. Matthias, ganz herzlichen Dank nach Saarbrücken. Dann schauen wir doch jetzt auf die Bilder dieses denkwürdigen Abends im Saarland mit Verena Garrett und Dominik Lessmeister. Sie wirkt, als könne sie es gar nicht fassen. Wenige Minuten nach der ersten Hochrechnung wendet sich Anke Rehlinger an ihre Partei. Das Saarland hat rot gewählt. Die Saar-SPD hat die Wahl gewonnen. Und nach 23 Jahren sind wir wieder stärkste Kraft als Sozialdemokratie an der Saar. Glück und Erleichterung bei den Genossen. Ich bin total überwältigt. Ich hätte damit nie gerechnet. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Das hier ist einfach überwältigend. Ich bin komplett geflasht. Die SPD an der Saar ist unweigerlich mit ihm verknüpft, Oskar Lafontaine. Von 1985 bis 1998 war er Ministerpräsident, 3-mal hintereinander gewählt mit absoluter Mehrheit. Er hat die Partei groß gemacht und später auch ein bisschen kleiner. Als er die Linke gründete, nahm er viele Stammwähler mit, die fehlten dann der SPD. Es folgten 23 schwierige Jahre für die Partei. Das Saarland fest in CDU-Hand. Erst Peter Müller, dann Annegret Kramp-Karrenbauer. Heiko Maas scheiterte 3-mal bei einer Landtagswahl und auch Anke Rehlinger hatte es 2017 schon 1-mal versucht, damals verlor sie.
Heute trauert die CDU. Und er ist der Verlierer. Tobias Hans übernimmt die Verantwortung für seine Niederlage. Denn das Wahlergebnis ist mit meiner Person verbunden, als Spitzenkandidat. Und deswegen werde ich auch persönliche Konsequenzen mit dem Vorstand, mit der Fraktion am morgigen Tag beraten. Gewählt von den Saarländerinnen und Saarländern wurde er nie. Sein Amt hatte er geerbt, als Kramp-Karrenbauer nach Berlin ging. Es ist Herrn Hans halt nicht gelungen, diesen Ministerpräsidentenbonus so auszuspielen. Das liegt vielleicht zum einen daran, dass eben er bisher nicht mit dem Rückenwind eines Wahlsieges agieren konnte. Zum zweiten aber eben an der Stärke der Gegenkandidatin. Die Grünen haben sich früh gefreut, vielleicht zu früh. Die AfD ist drin, schlechter als erwartet. Die FDP verpasst wohl den Einzug in den Landtag. Die Linken im politischen Nichts. Zug fährt Oskar Lafontaine aus der Partei ausgetreten. Auch im Wahlkampf war er nicht dabei. Es ist uns natürlich nicht gelungen, auch das ist klar, die Differenzen, die Auseinandersetzungen so beizulegen, um die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Die SPD feiert und mit ihr Anke Rehlinger. Nach mehr als 2 Jahrzehnten wird es an der Saar einen Wechsel geben und sogar eine absolute Mehrheit der SPD, wie damals beim letzten Mal. Anke Rehlinger wird also neue Ministerpräsidentin in Saarbrücken. Hier ist sie bei uns. Guten Abend, Frau Rehlinger. Einen schönen guten Abend und Glück auf aus Saarbrücken. Glück auf nach Saarbrücken. Seit einer halben Stunde ist jetzt klar, Sie haben auch die absolute Mehrheit. Jetzt wirkten Sie den ganzen Abend über doch so ein bisschen so, als hätten Sie davor vielleicht auch ein bisschen Bammel. Wäre Ihnen am Ende eine Koalition lieber gewesen? Beide Alternativen haben Vor- und Nachteile. Es scheint jetzt so zu sein, dass es einen klaren Hinweis darauf gibt, dass die absolute Mehrheit die Form ist, mit der wir die nächsten Jahre diese Zukunft des Landes gestalten. Wir haben uns viel vorgenommen und das wollen wir jetzt auch umsetzen. Wenn die bisherige Wirtschaftsministerin den Amtsbonus in einen Wahlsieg ummünzen kann, aber der bisherige Ministerpräsident abgestraft wird, was heißt denn das jetzt für die künftige Politik im Saarland? Bleibt sie im Grunde so, wie sie war, oder wird sie sich grundlegend ändern? Naja, man muss vielleicht nicht alles anders machen. Und man muss an der Stelle sicherlich auch sagen, dass wir ja seit 10 Jahren regiert haben, mitregiert haben und auch gemeinsam viele Erfolge organisiert haben, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch etwas besser machen. Ich habe gesagt, ich würde gerne das Thema Arbeitsplätze und den Strukturwandel aus der Staatskanzlei heraus noch mehr koordinieren, als mir das als Wirtschaftsministerin in den letzten Jahren möglich war. Auch die Vernetzung in Berlin suchen und nutzen zum Wohle unseres Landes. Unser Bundesland hat große Aufgaben im Strukturwandel vor sich. Wir wollen daraus neue Kraft und neue Stärke und auch ein neues Selbstbewusstsein entwickeln. Da wird uns nichts geschenkt werden. Insofern geht es in den nächsten Jahren vor allem ums Machen und vielleicht ein bisschen weniger auch ums Reden. Große Aufgaben haben Sie vor sich im Strukturwandel, haben Sie gerade gesagt. Das stimmt. Einer von 4 Jobs im Saarland hängt aktuell direkt oder indirekt an der Automobilindustrie. Heißt das, Ihr Job, Frau Rehlinger, hängt jetzt in Zukunft vor allem daran, diese Jobs in eine E-Auto-Zukunft zu überführen? Na, die Frage, wie wir wirtschaftspolitisch und strukturpolitisch aufgestellt sein werden, kann man nicht nur mit einer Antwort hier beantworten, sondern dazu braucht es mehrere Ansätze. Wir wollen, dass das Auto der Zukunft hier im Saarland gebaut wird. Es gibt unterschiedliche Antriebstechnologien. Wir brauchen eine starke Brücke über den Hybrid. Aber wir wollen natürlich auch den Stahl der Zukunft hier bauen. Genauso wie wir das Thema IT, IT-Sicherheit, Tourismus nach vorne bringen wollen. Denn insgesamt müssen wir schlicht und ergreifend etwas breiter aufgestellt sein, damit wir eben nicht immer auch an den Fragen von einer Branche hängen, im Wohl und im Wehe. Aus dem Saarland kamen in der Vergangenheit häufiger schon überproportional viel Politiktrends und auch Politikpersonal für die Bundespolitik am Ende dann auch. Was sagt uns diese Wahl jetzt für Berlin? Na, die sagt vor allem für die Saarländerinnen und Saarländer, dass ich alle Möglichkeiten nutzen werde in Berlin, um das Beste für unser Land auch rauszuholen. Und es sagt eben auch, dass die Saar-SPD gut vernetzt und gut unterstützt worden ist. Auch durch das Willy-Brandt-Haus, durch alle, die dort mitgeholfen haben, auch in der Bundesregierung eben mit
guter Politik, als Rückenwind, allen voran Olaf Scholz mit sehr klaren, sehr umsichtigen Entscheidungen in schwierigen Zeiten. Das hat neben dem guten Profil, das wir als SaSPD entwickelt haben und der eigenen Stärke, die wir haben, sehr geholfen. Dafür bin ich auch sehr dankbar und ich hoffe, dass es den Kolleginnen und Kollegen in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen und einem starken Ministerpräsidenten Stefan Weil in Niedersachsen genauso helfen wird. Zum Schluss kurz noch was ganz anderes. Sie halten die saarländischen Landesrekorde im Kugelstoßen aktuell und ich glaube auch im Diskuswerfen. Geht das auch als Ministerpräsidentin? Naja, ich würde mich ehrlich gesagt eigentlich freuen, wenn unsere Talentförderung dazu führt, dass mich jemand an dieser Stelle ablöst. Als Ministerpräsidentin würde ich gerne länger im Amt bleiben. Die Rekorde würde ich gerne an ein Talent abgeben. Vielleicht schaffen wir es auch über gute Talentförderung, das auch noch hinzubekommen. Das Saarland ist nicht nur Industrieland und ist nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsstandort, sondern es ist eben auch ein Sportland. Und da werden wir mal sehen, was wir in den nächsten Jahren noch hinbekommen. Anke Rehlinger, herzlichen Dank für das Gespräch nach Saarbrücken. Herzlichen Dank. Das Saarland mag klein sein und manchmal belächelt werden, aber von der Saar sind schon gewaltige Trends, ich habe es gerade schon gesagt, ausgegangen, die dann ziemlich schnell auch Berlin in Atem hielten. Ich sag nur Oskar Lafontaine. Aber auch nach der letzten Wahl dort, 2017 war das so, damals begann für die SPD eine Serie von Niederlagen bis hin zur vergangenen Bundestagswahl. Was heißt der Wahlausgang diesmal also für die CDU im Bund? Winnie Hischer. An einer Frage kommt die CDU nicht vorbei. Wer ist schuld an der Misere? Die in Berlin oder er hier? Hatten Sie das Gefühl, genügend über Unterstützung zu haben, gerade auch von den Bundesparteien hier im Saarland? Schauen Sie, jetzt in so einer Situation nach anderen zu schauen und zu keilen, das ist nicht mein Stil. Das war es nie. Was ich aber erlebt habe, ist, dass aus dem gesamten Bundesgebiet über die Phase des Wahlkampfs Menschen gekommen sind aus der Partei, eine Tierärztin aus dem Brandenburgischen, junge Menschen aus allen Bundesländern. Das ist ein Schienenbeintritt gegen die CDU-Spitze, die zuletzt Anfang März mal im Saarland gesehen wurde. Parteichef Merz blieb lieber in Berlin, sein Generalsekretär auch. Mit der Niederlage will man hier nichts zu tun haben. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Insofern gehen wir auch gemeinsam jetzt mit diesem Wahlergebnis um. Aber deutlich ist gewesen, es ging um saarländische Themen in diesem Wahlkampf. Es ist der Versuch, möglichst viel Abstand zum Verlierer zu schaffen für März und für die nächsten Landtagswahlen, damit die Ausgangsposition gegenüber der SPD nicht noch schlechter wird. Dort herrscht kontrolliert große Freude. Für uns als SPD auf Bundesebene ist das ein besonderer Tag, weil wir künftig die Hälfte aller Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in Deutschland stellen werden. 8 von 16. Vier sind davon Frauen. Alle 4 sind Sozialdemokratinnen. Und auch das zeigt, wir sind die moderne Volkspartei, die die richtigen Perspektiven auf das ganze Land hat. Andere müssen zittern, weniger die AfD als FDP und Grüne. Wir drücken die Daumen, dass die jetzt zuletzt positive Prognose und die positive Hochrechnung, dass das am Ende auch das Ergebnis des Abends sein wird. Unsere Freundinnen und Freunde an der Saar hätten es wahrlich nach 10 Jahren APO verdient. Das sieht sehr gut aus, dass es wieder eine starke Stimme gibt für Klimaschutz im Landtag im Saarland und vor allem, dass wir endlich wieder in allen Landtagen im Bund überall vertreten sind. Nirgends ist die Stimmung so im Keller wie hier. Es bleibt nur ein Erkenntnisgewinn. Zerstrittene Parteien werden nicht gewählt. Noch dazu in einer Zeit, in der Leute nach Sicherheit, nach Antworten suchen. Es war ja nur eine Landtagswahl, sagen alle. Was für eine Landtagswahl, sagt man bei der SPD. Und die Wahl an der Saar kommentiert jetzt ZDF-Chefredakteur Peter Frey. Das Saarland ist das gallische Dorf unter den deutschen Bundesländern. Am Rand gelegen, französisch angehaucht, eigen und liebenswert. Rund 750.000 Wählerinnen und Wähler, das kleinste Landesparlament. Aufstieg und Fall liegen dort heute nah beieinander. Der Triumph der Anke Rehlinger ist auch der Absturz des Tobias Hans. Im Saarland haben sich nach 22 Jahren CDU-Herrschaft die Verhältnisse umgedreht. Die SPD-Spitzenkandidatin beackerte beständig das landkreisgroße Bundesland, während der Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer mit seinen vielen bundesweiten Auftritten eher Distanz aufbaute. Zu glatt,
auf der Seite Söders in der Corona-Politik zu widersprüchlich. Tobias Hans konnte der CDU kein Profil geben. Für die Christdemokraten fängt das Wahljahr 2022 schlecht an. In Kiel will mit Daniel Günther schon in 6 Wochen ein ähnlicher Politikertyp wiedergewählt werden. Die SPD spürt heute Rückenwind. 2017 kam der Schulz-Zug im Saarland ins Stottern. Jetzt, 6 Monate nach der Bundestagswahl, kann sich auch Olaf Scholz bestätigt fühlen. Dazu beigetragen hat ausgerechnet Oskar Lafontaine. Der immer Unvollendete der deutschen Politik hat zuletzt die Saarlinke in den Abgrund geführt. Ihre Wähler haben sich heute neu und das heißt auch zurück zur SPD orientiert. Anke Rehlinger wird nach Dreyer, Schwesig und Giffey nun die 4. sozialdemokratische Ministerpräsidentin. 4 von 8. Rehlingers Erfolg vergrößert nicht nur die Macht der SPD im Bundesrat. Er zeigt auch das größte Manko der Union. Anders als Asterix und Obelix brauchen CDU und CSU jetzt keinen Zaubertrank, sondern auf Bundes- wie auf Landesebene ganz einfach nur mehr Frauen. Der Kommentar von Peter Frey. Und jetzt gucken wir auf das Thema, das die Welt in Atem hält, auch heute. Hier ist Hanna mit einem ersten Überblick. In der Bundesregierung wird die Möglichkeit diskutiert, ein Raketenschutzschild über Deutschland zu installieren. Angesichts der Bedrohungslage müsse man sich mit einem solchen Abwehrsystem beschäftigen. Das sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, dem Sender Welt. Ähnlich äußerte sich auch der verteidigungspolitische Sprecher der Union, Hahn. Vorbild könnte der israelische Iron Dome, die Eisenkuppel, sein. Widerspruch kommt von Teilen der Grünen. Sie halten das System für Deutschland nicht für tauglich. Die Diskussion über die Registrierung ukrainischer Flüchtlinge geht weiter. Innenministerin Faeser hat die Forderungen der Union abgelehnt, alle Geflüchteten zu registrieren. Die Menschen hätten das Recht, sich hier frei zu bewegen, sagte Faeser dem Tagesspiegel. Es ginge vor allem um Kinder und Frauen. Zudem würde die Bundespolizei Pässe kontrollieren. Der bayerische Innenminister Herrmann warnte dagegen in den Zeitungen der Funke Mediengruppe vor einer Sicherheitslücke. Es müsse verhindert werden, dass Schleuser oder andere Straftäter die Situation ausnutzen. Bundespräsident Steinmeier hat die Menschen in Deutschland wegen des Kriegs in der Ukraine auf härtere Zeiten eingestimmt. Vor einem Solidaritätskonzert im Schloss Bellevue rief Steinmeier außerdem dazu auf, an der Seite der Ukraine zu stehen. Unsere Solidarität und unsere Unterstützung, unsere Standhaftigkeit, auch unsere Bereitschaft zu Einschränkungen werden noch auf lange Zeit gefordert sein. Zu dem Konzert der Berliner Philharmoniker war auch der ukrainische Botschafter Melnik eingeladen. Der sagte allerdings ab, weil die beiden Solisten, die auftraten, aus Russland stammen. Morgen wird die Heizsaison in der ukrainischen Hauptstadt Kiew vorzeitig beendet. Die örtliche Militärverwaltung hat das so angeordnet. Dann bleiben Wohnungen und Geschäftsgebäude kalt. Kiew erwartet in den kommenden Nächten Temperaturen von 1 bis 3 Grad. Die Zeichen in der Ukraine stehen weiter auf Eskalation. Russland versuche, das Land zu teilen, sagt der ukrainische Militärgeheimdienst. Gleichzeitig kündigt Präsident Volodymyr Zelensky an, die Frage der von Russland geforderten Neutralität seines Landes gründlich zu prüfen. Petra Otto fasst die Lage heute zusammen. Kinderzimmer im Krieg. Inzwischen fast schon eingerichtet wie zu Hause. Das ist es auch. Für 700 Menschen. Sie wohnen auf Bahnsteigen und in Zugabteilen in einer U-Bahn-Station in Kharkiv. Schon seit Ende Februar ist Nadja da unten mit ihren beiden Kindern, aber nicht in Kharkiv. Auch in Kiew ist die Metro zur Wohnung geworden. Wir gehen nur raus, wenn es sein muss, um die Kinder zu baden ganz schnell oder um Kleider zu waschen. Hier unten trocknet ja nichts. Fast täglich Bomben auf Wohngebiete in vielen ukrainischen Städten. Bilder von heute aus Kharkiv. In Lemberg, da löschen sie die halbe Nacht das Öldepot, das wohl das ukrainische Militär im Westteil des Landes versorgen sollte, gestern von Russen zerstört. Erst nach 14 Stunden sei der Brand unter Kontrolle gewesen.
Tag für Tag zählt der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Kriegserfolge und Zerstörungen auf, stets in gleicher Manier, und er fügt hinzu, die Angriffe würden fortgesetzt. Nach russischer Darstellung läuft alles nach Plan. Heute, am Ehrentag der russischen Nationalgarde, größte Anerkennung vom Präsidenten für den Einsatz in der Ukraine. Ich weiß wohl, wie Sie alle agieren in dieser Situation, mit äußerstem Mut, mit Professionalität, geschult, resolut, furchtlos. Und doch könnte es Anzeichen geben, dass Russland seine Haltung möglicherweise ändert und die Sicherung der sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk als Kriegsziel erklärt. Schwer einschätzbar, warum der Separatistenführer von Luhansk heute eine Volksabstimmung ankündigt. Ich denke, dass es in kürzester Zeit hier ein Referendum geben wird. Da können Menschen ihr Recht und ihre Meinung kundtun, dass sie der Russischen Föderation angehören wollen. Die ukrainische Regierung, sie reagiert prompt. Gefälschte Referenden in den besetzten Teilen der Ukraine sind null und nichtig. Die Ukraine schützen vor russischen Angriffen. Museumsmitarbeitende packen zig Statuen und Monumente in Kiew ein, ihre Helden und Anführer. Kulturgut bewahren für die Zeit danach, wenn der Krieg vorbei ist. Wenn man mit einem Satz, den man so offenbar gar nicht sagen wollte, plötzlich weltweit auf den Titelseiten der Zeitungen ist, dann hat man ein Problem. Beziehungsweise die eigenen Mitarbeiter haben ein Problem. Im Weißen Haus hatten sie nämlich alle Hände voll zu tun, um diesen einen Satz ihres Präsidenten wieder zurückzuholen, den er gestern Abend in Polen am Ende einer flammenden Rede für die Freiheit sagte. For God's sake, this man cannot remain power. Um Gottes Willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben. Nein, beeilt sich das Weiße Haus sofort klarzustellen, das sei keine Aufforderung zum Regimewechsel, zum Sturz von Wladimir Putin, obwohl es genauso klingt. Markus Keim ist Sicherheitsexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend, Herr Keim. Guten Abend. Biden spricht aus, was viele denken. Ja, aber kann sich ein US-Präsident in diesen Zeiten so eine Bemerkung quasi aus der Hüfte leisten? Sie haben es ja selber angedeutet. Es ist nicht das erste Mal, dass Präsident Biden sich etwas gehen lässt, rhetorisch. Dinge sagt, die nicht abgesprochen waren, die auch nicht im Redemanuskript beinhaltet gewesen sind. Er hat seinem Herzen Luft verschafft. Er hat, glaube ich, in der Analyse einen richtigen Befund angegeben, dass der russische Präsident in der internationalen Gemeinschaft erstmal ein Paria sein wird, geschnitten wird, kein Kooperationspartner auf absehbare Zeit sein wird. Aber er hätte es besser nicht gesagt, weil es lenkt von den wirklichen Prioritäten ab der amerikanischen Politik, nämlich jetzt erstmal die Ukraine dabei zu unterstützen, den Krieg zu führen, diesen Krieg einer politischen Lösung zuzuführen. Und dazu gehört dann eben auch, Gespräche mit Russland in der einen oder anderen Form zu führen. Bevor wir auf die Gespräche mit Russland, die da möglicherweise nötig sind, noch zu sprechen kommen, erstmal die Frage, ist das, was Biden da gesagt hat, am Ende sogar ein Geschenk möglicherweise für Putin? Also sagen wir so, es hat zwei Nachteile. Der erste ist, es ist Wasser auf die Mühlen der russischen Propaganda, die ja seit Wochen und Monaten immer wieder betont, das überwölbende westliche Ziel wäre ein Regimewechsel in Russland. Das Ziel sei, Russland zu teilen, zu spalten, zu demütigen und anderes mehr. Das ist meines Erachtens nicht der Fall, aber man leistet damit dieser Propaganda weiter Vorschub. Und das Zweite habe ich gerade verdeckt angedeutet. In der einen oder anderen Form wird Russland für einen Kompromiss gebraucht. Und damit, mit einem solchen Statement, erhöht man nicht die Kompromisswilligkeit und Kompromissbereitschaft auf der russischen Seite, sondern verschärft eher die Fronten. Und das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht produktiv. Wenn das jetzt ein moralischer Aufruf quasi des US-Präsidenten war, da muss ja Wladimir Putin endgültig klar sein, dass er enden kann, wie es Saddam Hussein am Ende ergangen ist. Wo ist denn da dann noch Raum für Diplomatie oder gab es den sowieso schon nicht mehr, auch vor der Biden-Rede? Also ich glaube, zumindest im Moment gibt es wenig Raum für Diplomatie. Es gibt zwar noch Gespräche zwischen dem französischen Präsidenten und Bundeskanzler Scholz und dem russischen Präsidenten, aber selbst die berichten ja, dass es auf russischer Seite keine Bewegung letztlich gibt.
in den Verhandlungspositionen. Auch die direkten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine, die seit Wochen andauern, führen im Moment zu nichts, sodass sich der Eindruck aufdrängt, die russische Seite führt aus taktischen Gründen Verhandlungen, ohne substanziell daran interessiert zu sein. Also diplomatisch bewegt sich im Moment wenig. Das kann sich im Verlauf des Krieges allerdings wieder schnell ändern. Und, das habe ich ja versucht anzudeuten, dann wird Russland gebraucht. Und dafür ist es wenig hilfreich, Russland in eine Ecke zu stellen, weil losgelöst von der Frage, was der amerikanische Präsident vom russischen Präsidenten halten mag, Russland ist Kriegspartei. Und wenn wir darüber nachdenken, wie dieser Krieg in der einen oder anderen Form militärisch und auch politisch zu Ende zu bringen ist, dafür wird Russland gebraucht. Sagt Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Keim, herzlichen Dank. Sehr gerne. Und weitere wichtige Nachrichten heute an diesem Sonntag. Nochmal Hanna. Es ist ein historisches Gipfeltreffen. In Israel sind am Abend US-Außenminister Blinken und sein Amtskollege Lapid mit Repräsentanten der Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrains, Marokkos und des Sudans zusammengekommen. Beim sogenannten Negev-Gipfel im Süden Israels soll es um den Ukraine-Krieg gehen, aber auch um den Iran und Israels Konflikt mit den Palästinensern. Erst seit 2020 hat Israel nach und nach diplomatische Beziehungen mit den vier arabischen Staaten aufgenommen. Sie bilden eine Allianz gegen Iran. Wegen steigender Corona-Zahlen geht die chinesische Wirtschaftsmetropole Shanghai ab morgen in einen strikten Lockdown. Die Hafenstadt zählte zuletzt mehr als 2600 Neuinfektionen. Zuerst wird im östlichen Teil Shanghais eine Ausgangssperre verhängt, ab Freitag dann im westlichen Teil. Zudem wurden Massentests angeordnet. Der Betrieb von Bussen, Bahnen, Fähren und Taxis wird eingestellt und es gilt eine Homeoffice-Pflicht. Ausgenommen ist die Lebensmittelversorgung. Der Skispringer Severin Freund hat heute beim Weltcupfinale in Planitza überraschend sein Karriereende bekannt gegeben. Freund ist der erfolgreichste deutsche Skispringer der vergangenen 20 Jahre. Im Team Gold bei Olympia verbucht er 4 WM-Titel und einen Sieg im Gesamtweltcup. Sein Teamkollege Karl Geiger kam in Planitza nur auf Rang 16 und hat damit den ohnehin kaum noch möglichen Triumph im Gesamtweltcup verpasst. Er wurde Gesamtzweiter hinter dem Japaner Kobayashi. Ich bin Pessimist für die Gegenwart, aber Optimist für die Zukunft, hat Wilhelm Busch gesagt. Hier ist das, was uns bevorsteht. Die kommende Woche im Heute-Journal-Ausblick von Laura Barnik. Am Montag werden die europäischen Innenminister in Brüssel über die Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge beraten. Die EU will die Verteilung der Flüchtlinge besser koordinieren. Zudem werden die Wiedereinführung von Grenzkontrollen und Fragen zur inneren Sicherheit diskutiert. Ein diplomatischer Drahtseilakt dürfte der Freitag werden. Wie schon 2021 findet ein virtuelles Treffen zwischen der EU und China statt. In der EU werden Stimmen lauter, China wegen seiner Unterstützung Russlands mit harten Wirtschaftssanktionen zu belegen. Gleichzeitig will man mit China aber Handel betreiben. Bundesweit laufen am Samstag die Maßnahmen gegen Corona aus. Unter anderem wird es ab dem 2. April keine allgemeine Maskenpflicht oder Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte geben. In den sogenannten Hotspots können aber weiterhin bei sehr hohen Inzidenzen Maßnahmen verlängert oder wieder eingeführt werden. Und jetzt noch die Wetteraussichten. Morgen im Norden teils dichte Wolken, aber nur vereinzelt Regen. Sonst viel Sonne, im Bergland aber auch einige Quellwolken. 9 bis 17 Grad im Norden bis 22 Grad im Süden. Die weiteren Aussichten. Am Dienstag in der Mitte etwas Regen, im Süden noch einmal freundlich und mild. Danach wechselhaft und deutliche Abkühlung. Am Donnerstag nur noch 4 bis 12 Grad. Tausende Menschen harren nach wie vor aus in den U-Bahn-Röhren von Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, die seit Wochen von der russischen Armee bombardiert wird. Eigentlich sollte dort jetzt das Charkiw Music Fest starten mit Gästen aus der ganzen Welt. Das Festival fällt aus, aber der Lärm des Krieges kann die Musik nicht stoppen, sagen die Organisatoren. Licht triumphiert über die Dunkelheit. Das sind nur Worte, aber sie sind nicht leer.
Die, die hier aufgetreten sind, unter der Erde, die dröhnt vom Einschlag der Raketen, sagten mit Tränen in den Augen, es war wohl das beste Konzert unseres Lebens. Und das war unsere Welt an diesem Sonntag im Heute-Journal. Morgen begrüßen Sie hier Marietta Slomka und Heinz Wolf. Einen guten Abend noch. Tschüss.